Aus Kürbis kann man ja bekanntlich fast alles machen. Etwas haben wir noch nicht ausprobiert, und zwar Kürbis-Gnocchi. Und das kochen wir heute mit einem Orangenknirps. Theoretisch könnte man auch einen anderen Kürbis nehmen, aber weil der so schön orange ist und wir gerne schön orangige Gnocchi hätten, nehmen wir jetzt den. Kommt mit in die Küche. Für unsere Kürbis-Gnocchi brauchen wir einen Orangenknirps, wobei man auch sonst einen Kürbis nehmen kann. Ein Ei, Mehl, Salz, ein bisschen Butter, Knoblauch und Käse, Reibkäse. Anfangen bei den Kürbis-Gnocchi tun wir mit einem feinen Kürbispüree. Und für das müssen wir den Kürbis jetzt verschneiden und im Ofen 20 Minuten backen, damit er schön weich wird. Die Kürbisschnitze sind jetzt 20 Minuten im Ofen gewesen und zuallererst pürieren wir die jetzt. Und wenn die Kürbis püriert sind, dann mischen wir noch ein Ei und eben ein bisschen Salz drunter mischen. Zu dem Kürbispüree kommt jetzt noch das Mehl dazu und dann kneten wir die Masse gut miteinander verkneten. Man muss ein bisschen aufpassen, der Kürbis zieht wahnsinnig viel Wasser und ist relativ feucht. Und, das ist auch der Grund, warum wir das im Ofen gemacht haben und nicht im Wasser, weil man sonst unendlich viel Mehl braucht. Und je mehr Mehl das man braucht, desto gummiger werden die Gnocchi. Und darum versuchen wir es so trocken wie möglich zu halten und sind lieber beim Verarbeiten dann ein bisschen Mehl zur Hilfe nehmen, damit es eben nicht so gummig wird. So! Von diesem Teig schneiden wir jetzt fußgrosse Portionen ab, machen daumendicke Rollen daraus und schneiden die Gnocchi vor. Und aus diesen kleinen Klümpchen formen wir jetzt noch schöne Bödeli. Wichtig! Denkt daran, beim Kochen gehen die noch ein bisschen auf, sie werden grösser und darum machen sie etwas kleiner, als wenn sie essen, sonst sind sie nachher so. Jetzt sind wir fertig. Jetzt gehen die ins heisse, kochende Wasser. Sie sind dann gut, wenn sie im kochenden Wasser nach einer Zeit oben aufschwimmen. Dann kann man sie mit der Schaumkelle rausschöpfen und auf den Teller tun. Und in diesem Zustand kann man die Gnocchi auch für den nächsten Tag aufbewahren und, oder eingefrieren, zum später essen. Und man kann sie in einer x-beliebigen Form weiterverwenden, mit Tomatensauce, überbacken in einem Gratin und so weiter und so fort. Wir machen heute einen feinen Salbei Knoblauchbutter dazu. Und für das schneiden wir jetzt zuerst den Knoblauch. Jetzt tun wir noch ein bisschen Butter in die Pfanne. Und zum Butter tun wir jetzt Knoblauchzehen dazu, die fein gehackten. Und Zauberzutat Salbei. Für diese Menge brauchen wir etwa 5 Blätter. Hoppla! Dann am Schluss noch ein bisschen Salz. Gnocchi mögen schon einiges an Salz vertragen. Und diese Zutaten tun wir jetzt langsam warm werden in der Pfanne. Nicht heiß anbröteln, weil sobald der Knoblauch braun wird, wird er bitter. Und am Schluss schwenken wir unsere Gnocchi in den Butter schwenken und dann auf dem Teller anrichten. Es schmeckt traumhaft. Unsere Gnocchi sind jetzt fertig und am Schluss haben wir noch ein bisschen Käse drüber da, weil es einfach doppelt so fein schmeckt. Und ich würde sagen, Nadine muss jetzt schnell dahinter kommen, wir müssen unbedingt probieren. Guten Appetit!